Danke, Sascha Hingst. Ja, es sind noch sehr viele Fragen offen, aber eines ist jetzt schon klar, das ist der Albtraum, vor dem wir uns so lange gefürchtet haben. Ein Anschlag auf einem Weihnachtsmarkt, sehr brutal, brutal öffentlich, mit vielen Toten. Wie wird er unser Zusammenleben verändern, wie die politische Debatte und wie unsere innere Sicherheit? Wir sind live aus Berlin, 24 Stunden nach dem Anschlag. Das Thema bei Sandra Maischberger. Der Schock von Berlin. Gehört Terror zu unserem Alltag? Unsere Gäste. Klaus Bouillon, der CDU-Politiker und Vorsitzende der Innenministerkonferenz, sagt, wir sind in einem Kriegszustand, obwohl das einige Leute nicht sehen möchten. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt warnt vor Mutmaßungen und Spekulationen über den Attentäter. Professor Dr. Shlomo Spiro, der international renommierte Terrorismusforscher, sagt, der Anschlag von Berlin ist der 11. September für Deutschland. Ab jetzt gehört der Terror zum Alltag. Und Stefan Aust, der Weltjournalist, befürchtet, die Terrorbedrohung könnte Jahrzehnte andauern. Später zugeschaltet CSU-Minister Markus Söder. Guten Abend, schön, dass Sie da sind. Es ist ein Tag mit sehr vielen unterschiedlichen Sachlagen in der Frage, wer dieses Attentat getan haben könnte. Und deswegen sind viele Fragen offen. Aber Sie, Herr Bouillon, haben heute Morgen jedenfalls im ersten Impuls gesagt, das ist wie ein Kriegszustand. Sie haben das mittlerweile etwas zurückgenommen. Aber was hat Sie denn dazu bewogen, heute Morgen vom Krieg zu sprechen? Es waren sicherlich die stundenlangen Diskussionen mit dem Führungsstab der Polizei. Man ist etwas aufgewühlt, das Wort Krieg ist sicherlich sehr hart. Ich würde es präzisieren auf eine Konkretisierung des internationalen Terrorismus. Aber wir müssen eine ehrliche Bestandsaufnahme machen, die wir bisher in Deutschland nicht gemacht haben. Diese Terrorgefahr wird ja sicherlich länger andauern. Wir brauchen klare Lösungen. Was können wir tun? Was sollen wir tun? Wer muss etwas tun? Wir haben die Polizei, wir haben Verfolgungsbehörden, wir haben Strafschutzbehörden, wir haben vieles mehr. Es wird diskutiert und wir können uns nicht nach wie vor von einem Anschlag zum anderen hangeln. Wir brauchen klare Lösungen und heute Morgen auf der Telefonschaltkonferenz der Innenminister mit dem Bundesinnenminister haben wir klar beschlossen, in allen Bundesländern, das ist wichtig, Frau Maischberger, hier darf keine Parteipolitik mehr gemacht werden. Wir müssen uns um die Sicherheit der Bevölkerung kümmern. Das bedeutet, auch die Innenminister, die ein Einheitsprinzip haben, wir sind ein. Wir müssen so leben wie vorher. Wir müssen die Polizei deutlich verstärken, was schon passiert ist in vielen Bundesländern. Wir brauchen neue Organisationsformen in der Fläche. Wir brauchen mehr Waffen. Wir müssen überlegen, brauchen wir neue Gesetze, um den Ermittlungsbehörden zu helfen? Müssen wir die neuen Medien stärker kontrollieren? Also viele Aufgaben, die vor uns liegen. Also der Zustand ist ja etwas, was länger anhält. Sie haben also aufgehört, von Anschlag zu Anschlag das immer als einen Einzelfall zu betrachten. Deute ich das richtig? Ich gehe davon aus, wir haben uns immer etwas vorgemacht. Erst Brüssel, vorher Madrid, dann Paris. Dann Ansbach, jetzt Berlin. Es kann uns keiner garantieren, dass das nicht so weitergeht. Die Lebenswahrscheinlichkeit ist doch die, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass wir alles tun müssen auf allen Ebenen, in der Politik, im operativen Geschäft und im Gesetzgebungsverfahren, um die Menschen zu schützen. Herr Spiro, Sie haben uns die Einschätzung gegeben, das ist der 11. September für Deutschland. Das erscheint jetzt sehr groß. Der 11. September war ein unglaublich brutaler, sehr öffentlicher Anschlag mit noch viel mehr Toten. Wie kommen Sie dazu, diese Parallele zu ziehen? In diesem Bezug geht es nicht um die Zahl der Toten und Verletzten, natürlich ist kein Vergleich gemacht, sondern über die politische und ich glaube auch die gesellschaftliche Veränderung, die jetzt kommen werden und ganz rasch und kommen müssen auch. In den USA hat man von einem Tag zum anderen mit dem Terrorismus aufgewacht, sozusagen. Ja, vorher war Terrorismus für die Amerikaner irgendwas, wo Katz und Maus gute Nacht sagen, in Afrika, im Nahen Osten, in Israel und so weiter. Jetzt ist es nach Hause gekommen. Und so war es bis jetzt in Deutschland. Ja, Terrorismus kam näher und näher. Früher war es vielleicht in Jerusalem oder Damaskus oder New York und dann Paris und dann Brüssel und dann Bayern und so weiter und Süddeutschland und jetzt mitten in Berlin. Und die Bevölkerung wird auf und sucht jetzt Lösungen. Die Lösungen sind
polizeilich, wie gesagt, sind nachrichtendienstlich, sind sicherheitspolitisch, aber auch gesellschaftlich. Man muss nicht nur mit Polizisten gegenüber die direkte, die unmittelbare Gefahr der Terrorismus, sondern auch gegen die gesellschaftliche Radikalisierung, der auch im Netz läuft, wie junge Leute manipuliert werden und zum Terrorismus gemacht werden. Wir verstehen noch nicht genug, wie von einem normalen Mensch ein Terrorist wird. Okay. Und das ist ein Teil der Herausforderung. Frau Göring-Eckardt, aus Ihrer Partei kam heute eine Stimme, ich glaube, es war Cem Özdemir, die gesagt hat, man soll jetzt nicht in Panik verfallen. Etwa so hatte das ausgedrückt. Schwer an einem Tag wie heute und schwer, wenn man hört, was die beiden Vorredner gesagt haben, oder? Ich glaube, es geht an so einem Tag ja vor allen Dingen auch erstmal um Besonnenheit. Und nicht Kinder mit dem Bade auszuschütten, nicht am Morgen schon Dinge zu sagen, die man abends zurücknehmen muss. Das haben wir eben bei Ihnen ja gehört. Ich verstehe auch, dass Sie da emotional aufgewühlt waren. Ich verstehe, Sie haben irgendwie die halbe Nacht nicht geschlafen und oder vielleicht auch die ganze, weiß ich nicht. Und sich permanent mit der Sicherheitslage in Ihrem Bundesland und anderswo beschäftigt. Wenn ich Herrn Seehofer höre heute Morgen, der auch sofort eine Erklärung hatte, was jetzt alles zu geschehen sei, dann sage ich nein, das ist Besonnenheit angesagt. Und wenn man heute auf den Berliner Straßen unterwegs ist, auch dort, ich bin bei dem Gedenkgottesdienst vorhin gewesen, auf dem Platz. In der Gedächtniskirche. In der Gedächtniskirche, ja. Genau. Die Berlinerinnen und Berliner sind sehr besonnen, die sind sehr ruhig und sehr zurückhaltend. Und die sagen vor allen Dingen eins, wir werden unser Leben so weiterleben, so frei und offen. Und dafür muss man sorgen. Da braucht es auch mehr Sicherheit, das würde ich sofort sagen. Natürlich, da gibt es auch eine ganze Reihe von Maßnahmen, über die man reden muss. Aber es braucht auch, dass die Gesellschaft zusammensteht in dieser Situation und zusammenhält und sich nicht teilt in die einen und die anderen. Ich glaube, diese Art von Zusammenhalt, die macht uns auch stark, die macht uns aus in der offenen und liberalen Gesellschaft. Herr Ost, dieser Weihnachtsmarkt gehört zu den berühmten Weihnachtsmärkten. Es ist ein prominenter Weihnachtsmarkt, der ist an der Gedächtniskirche. Das ist ein extrem symbolischer Ort. Sind Sie eigentlich überrascht, als jemand, der sich mit Terror sehr stark beschäftigt über viele Jahrzehnte, dass man da so leicht rauffahren kann? Ach, hinterher ist man immer schlauer. Wir haben heute auch darüber gesprochen in der Redaktion, wenn man, sagen wir mal, gestern Morgen darüber geredet hätte, dass das amerikanische Außenministerium eine Warnung für Reisen nach Deutschland gegeben hat und auch darauf hingewiesen hat, dass man Plätze meiden sollte. Und da waren so Anspielungen in diese Richtung. Die Frau eines Kollegen ist Japanerin und hat von ihrer Botschaft einen Hinweis bekommen, nicht auf Weihnachtsmärkte zu gehen, also ganz konkret. Mhm. Wir haben darüber auch vorher nicht gesprochen, hat er auch nicht gesagt. Aber wenn man darüber nachgedacht hätte und sich überlegt hätte, wenn tatsächlich Anhaltspunkte dafür sind, dass Weihnachtsmärkte bevorzugte Zielscheibe sein könnten, das hat es ja schon mal in Straßburg gegeben, als vor Jahren, als Terroristen das versucht haben, aus Deutschland heraus, dann wäre man relativ schnell darauf gekommen, wo das hätte sein können. Aber man sagt immer, man kann keine totale Sicherheit erreichen. Also wenn man heute diesen Weihnachtsmarkt ansieht und sich überlegt, was man hätte tun können, um zu verhindern, dass jemand mit dem LKW da reinfährt, da wäre einem viel eingefallen dazu. Aber wissen Sie, dann wären Sie von der anderen Seite gekommen. Es gibt keine totale Sicherheit, aber hinterher weiß man natürlich immer, an welchen Stellen man nicht genügend aufgepasst hat. Es gibt aber auch Städte, die gesagt haben, gerade nach diesem Szenario von Nizza, wir haben bestimmte Plätze mit diesem, das sieht so einfach aus, ja, man stellt da Betonblöcke hin, das ist auch keine große Einschränkung der persönlichen Sicherheit, sondern ganz im Gegenteil. Aber es ist, man muss es tun und vielleicht hätte man es hier tun sollen. Und jetzt tut man es auch, aber hinterher... Ist ja vielleicht eine Frage, ne, warum nach diesem Szenario von Nizza sowas nicht in Deutschland gemacht worden ist. Aber ich bin bei Herrn Aus, da ist man hinterher sehr viel schlauer und alle, die dann sagen, so hätte man es machen können. Trotzdem ist die Frage, es ist ja offensichtlich eine Nachahmung dessen, was wir schon in Nizza hatten. Ich glaube, man kann eines sehen, wenn ich das nochmal ergänzen darf. Man kann eines, glaube ich, erkennen, auch wenn man wirklich bisher ja noch nicht weiß, wer es tatsächlich gewesen ist und wie es organisiert war. Es sieht irgendwie ziemlich professionell aus. Also sieht so aus, als wenn das nicht eine Zufallsgeschichte gewesen ist, sondern da haben sich Leute Gedanken gemacht, wie sie da am besten reinkommen. Das kann man, glaube ich, erkennen. Herr Bouillon, also es gibt unterschiedliche Wortwahl. Der Innenminister hat heute von Anschlag gesprochen, die Bundeskanzlerin von Terroranschlag. Dann wurde der Innenminister gefragt, wieso sagen Sie nicht eigentlich auch Terroranschlag? Und er sagte, ich habe mir meine Wortwahl gut überlegt. Macht das eigentlich einen Unterschied? Und wenn ja, welchen? Ich denke, es macht auch für die Menschen keinen Unterschied. Anschlag ist Anschlag, Tode sind Tode, die Gefahr ist da. Es muss uns gelingen, das Vertrauen der Menschen zurückzugewinnen. Und Herr Aust hat zu Recht vorhin gesagt, auch Sie, Frau Göring, es gibt keine absolute Sicherheit. Entschuldigung, im Nachhinein,
Im Nachhinein sind wir immer klüger. Wir können Deutschland bei allen Problemen nicht zu einem Sicherheitstrakt machen. Es gibt tausende von Märkten, es gibt andere Veranstaltungen. Natürlich werden wir jetzt gemeinsam in allen Ländern schnelle Maßnahmen treffen, um die noch folgenden Weihnachtsmärkte zu schützen. Aber wir haben ja viele andere Veranstaltungen in den nächsten Jahren. Das heißt, wir brauchen aus meiner Sicht eine grundsätzliche Debatte. Was kann man machen? Brauchen wir auch gesetzliche Änderungen? Brauchen wir eine verstärkte Videoüberwachung im Vorgriff? Müssen wir präventiv tätig werden? Können wir den Ermittlungsbehörden helfen, was WhatsApp und diese Dinge angeht, wenn man weiß, dass man Nachholbedarf hat? Darknet. Wir sind am Anfang. Wir waren lange zu sorglos und das muss jetzt in Ruhe und gelassen diskutiert werden. Ich würde das gerne gleich noch mal vertiefen. Trotzdem noch mal bei dem gestrigen Anschlag bleiben. Herr Spiro, Sie waren gestern auf diesem Weihnachtsmarkt. Ja, ganz zufällig, aber vorher. Ich habe den Ort 10 Minuten vorher verlassen mit dem Bus. Nun kommen Sie auch noch aus Israel und beschäftigen sich obendrein beruflich mit dem Fach Terrorismus. Waren Sie überrascht über das, was Ihnen an Sicherheitsvorkehrungen entgegen? Es gab keine Sicherheitsvorkehrungen, nichts, was ich da erkennen konnte. Ein bisschen überrascht war ich schon, dass ich keine Polizei oder Wachleute gesehen habe. Aber dann dachte ich, ja, ich bin in Berlin, alles ist sicher und Friede, Freude, Eierkuchen, da wird es nichts passieren. Mhm. Und dann genau passiert sowas. Ich glaube, dass die Technologie heute gibt uns viele Möglichkeiten, solche Orte zu beschützen, ohne irgendjemand zu stören. Wenn wir von Betonsperrungen reden, das sind nicht diese hässlichen Betonklötzen, die man im Fernsehen sieht, sondern sie sind mit Blumen geschmückt und alles. Also es gibt schon Lösungen in anderen Staaten, aber es gibt keine Sicherheit ohne Geld. Ja. Und das kostet Geld. Was mit der Polizei zum Beispiel in Deutschland passiert. Mehr über 5000 Stellen, die in den letzten Jahren abgebaut wurden. Was ist mit der inneren Sicherheit? Der Bund hat jetzt viel mehr Geld, habe ich gelesen, durch die Konjunktur, durch die Steuereinnahmen. Die Länder, die Kommunen können mit solchen Sachen nicht alleine gehen. Es muss eine Priorität gemacht werden. Glauben Sie denn, dass, also, weil Sie aus Israel kommen und weil diejenigen von uns, die mal in Israel waren, wissen, mit welchen Schwierigkeiten man manchmal auf öffentliche Plätze kommt, dass es da eben auch Metalldetektoren zum Teil gibt, dass da sehr hohe Polizeipräsenz ist, würden Sie das denn sagen? Wir sind in Deutschland so weit, dass wir auch so eine Sicherheitssystematik brauchen? Teilweise schon. Und die Geschehen von gestern hat es gezeigt. Also mit ein paar Betonklötzen, die hier verpönt werden, hätte man das vielleicht verhindern können und bestimmt der Zahl der Opfer verringert. Ja, es gibt einen Preis für Sicherheit. In jedem Restaurant, in dem ich in Israel gehe, muss ich noch einen Schekel auf der Rechnung bezahlen für die Wachmann am Eingang zum Beispiel. Das sind genau 20 Cent. Also ich leiste mir auch die Sicherheit für die 20 Cent. Das ist nur ein Beispiel. Ich glaube, wir sind nicht in Deutschland so weit wie in Israel. Der Gefahrlage ist auch nicht so schlimm. Aber es wird langsamer in diese Richtung gehen. Teilen Sie das, Frau Göring-Eckardt? Sind wir so weit, dass wir auch politisch dann eine Anstrengung unternehmen müssen, um Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, die sowas im Zweifel jedenfalls schwieriger machen? Also ich glaube, es gibt einige Maßnahmen, die man ergreifen sollte. Ich glaube nicht, dass wir jetzt vor jedes Restaurant jemanden stellen sollten, der eine Waffe trägt. Das meinten Sie auch nicht. Aber was wir tun müssen, ist tatsächlich die Zusammenarbeit der Sicherheitsorgane zu verbessern, eine bessere technische Ausstattung. Und wir müssen uns mal darauf konzentrieren, dass wir Leute stärker beobachten und kontrollieren, bei denen wir einen Anlass dazu haben. Also alles, was wir im Moment machen und was wir mehr machen, Sie haben gerade wieder das Stichwort Videoüberwachung genannt. Ja. Wenn wir weiterhin Massenüberwachung machen, dann haben wir weiter weniger Gelegenheit, bei konkreten Verdachtsmomenten agieren zu können und reagieren zu können. Mhm. Und das ist auch eine der Fragen, die mich sehr umtreibt, weil ich glaube, wenn man sich anschaut, wo Terroranschläge verhindert worden sind. Das, finde ich, sollten wir heute Abend auch einmal sagen. Es sind in Deutschland auch in diesem Jahr eine ganze Reihe von Anschlägen verhindert worden, weil unsere Sicherheitsbehörden auch ganz gut arbeiten. Ja. Aber sie sind immer dort verhindert worden, wo man sich diese Einzelfälle genau anschauen konnte. Es geht aber nicht um Massenüberwachung, es geht um Videoüberwachung an Brennpunkten. Wir haben ja eine klare Entscheidungslage des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 2010. Wir brauchen Kriminalitätsschwerpunkte oder besonders gefährliche Ziele. Die sind vorhanden. Und wenn man sieht, wie viele Straftaten verhindert werden konnten nach der Aufklärung Brüssel-Paris, wenn man die Täter findet, hat man zunächst einmal die Möglichkeit, Netzwerke aufzudecken. Damit werden Netzwerke geknackt, es werden ganze
Banden auffliegen lassen. Das heißt, die Dinge sind doch wichtig. Und was oft vergessen wird, wir sind mit der neuen Technik eigentlich in der Lage, auch präventiv tätig zu werden. Das ist der Punkt. Man kann diese Dinge machen, aber es wird leider Gottes oftmals auf einer Ebene gemeinsam verabredet. Wir haben im Saarland eine Koalition. Wir wollen es grundsätzlich auf dem Boden des Verfassungsgerichts. Das Bundesverfassungsgericht hat zweifelsfrei festgestellt, dass es keinen Anspruch auf ungeschützte informationelle Handlungsfreiheit des Artikels 2 gibt. Wenn eine Gefahr im Verzug ist, kann man dies tun. Und ich denke, wir müssen einfach alles überlegen. Was mir noch wichtiger ist, wenn ich das noch sagen darf, unsere Ermittlungsbehörden sind zurzeit ja hilflos. Wenn heute über WhatsApp ein Verbrecher mit einem anderen Täter etwas vereinbart, einige Sekunden später können wir dies nicht entschlüsseln. Wir sind erst im Aufbau, was die Kommunikation untereinander angeht. Wir haben 19 unterschiedliche Systeme für 16 Bundesländer. Föderalismus ist teuer und hinderlich. Und Gott sei Dank haben die Innenminister dieses Landes beschlossen, dass wir, das war vor 3 Wochen in Perl, dass wir erstmals eine einheitliche Plattform bilden, 19 unterschiedliche Systeme. Aber Sie würden auch zugeben, dass das ziemlich spät ist. Ich gebe Ihnen recht, ich war erschrocken. Ich gebe Ihnen recht, ich habe vor einem Jahr den Vorsitz übernommen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass wir, was IT angeht, teilweise arbeiten wie im 18. Jahrhundert. Das gehört jetzt zu den Antworten, die mich ein bisschen verunsichern. Naja. Herr Aust, was mich auch verunsichert, ist, dass dieser Täter flüchtig ist. Das heißt also, es gab heute eine Nachrichtenlage, die erstmal gesagt hat, da ist ein 23-jähriger Flüchtling aus Pakistan. Sie müssen das umgekehrt betrachten. Es war eigentlich ursprünglich ja so, es ist jemand aus dem LKW, der offenbar am Steuer saß, weggelaufen. Mhm. Und es haben Leute ihn gesehen und es haben Leute, was ziemlich mutig ist, ihn verfolgt. Und dann hat man einen gegriffen und nahm an, das war derjenige, der den LKW gesteuert hat. So, dann kam es langsam raus, die Identität, und dass er ein Pakistani ist, der auch in einem Flüchtlingsheim wohnt. Und dann erst hat sich herausgestellt, dass offenbar die Beweise doch nicht so stark waren. Und jetzt hat man ihn laufen lassen. Wahrscheinlich ist es nicht gewesen. Er ist auf freiem Fuß. Kann ja sein. Sie waren mit die Ersten, die gemeldet haben, dass es wahrscheinlich der Falsche ist. Oder dass die Polizei sagte, wir haben vermutlich den falschen Mann. Das heißt aber ja tatsächlich, da läuft jetzt einer frei herum. Ja, das der ist, diese Tat gemacht hat. Das ist das wirklich Furchtbare daran. Wie viel, ja, natürlich ist es schrecklich, wenn die Polizei, ich glaube, die hat ihre Aufgaben sehr gut erfüllt, das ist gar keine Frage. Und wenn sie jemanden festnehmen und dann überprüfen und feststellen, doch, die Beweise reichen nicht aus, dann lässt man ihn halt frei. Ja. Aber die Kehrseite der Geschichte ist natürlich, dass der tatsächliche Täter oder die tatsächlichen Täter frei rumlaufen und offenbar auch bewaffnet sind. Das macht die Sache natürlich außerordentlich gefährlich. Einer oder mehrere mit islamistischem Hintergrund oder mit einem anderen Hintergrund. Sie kennen sich bei Terrorismus aus wie kein Zweiter. Also jetzt kam ja die Nachricht, ist ja wohl auch so, will man sagen, so halbwegs bestätigt, dass das sozusagen eine offizielle Meldung vom IS war, dass die sich also dazu bekennen. Dann würde man mal annehmen, dass es wahrscheinlich ein Täter mit islamistischem Hintergrund. Aber so ganz genau weiß man das natürlich erst, wenn man ihn tatsächlich hat. Und auch dann weiß man ja nicht immer, wenn Sie so an die Geschichte mit dem Selbstmörder denken, der sich umgebracht hat, wusste man ja auch noch nicht einmal, von wem ist der jetzt wann irgendwie angestiftet worden. Ist der nur kurzfristig irgendwie zum IS-Mitglied geworden oder ist er eingesetzt worden? Das weiß man ja alles nicht. Also insofern wird das sicher noch eine ganze Zeit vergehen, bis man erstens ihn überhaupt hat. Das wollte ich gerade fragen. Sind Sie zuversichtlich? Hat man noch eine Chance, den jetzt... Also wenn ich jetzt Herrn Bouillon, der mir sagt, wir haben keine Videoüberwachung. Na ja, klar, also wenn es vor der Gedächtniskirche, was ja nun auch wirklich ein richtiger Touristentreffpunkt ist, wenn es da Videokameras gegeben hätte, dann hätte man sicherlich gewisse Chancen zu erkennen, wer ist da mit seinen weißen Turnschuhen aus dem Camper aus dem LKW gelaufen und abgehauen. Das hat es aber nicht gegeben. Dafür gibt es andere Orte. Aber wissen Sie, man kann auch nicht die ganze Republik irgendwie mit Videokameras überziehen. Das ist ja das wirkliche Problem. Wissen Sie, alles, was Sie gesagt haben, ist ja alles schön und gut und sicherlich notwendig und richtig. Und es gibt ganz viele Bereiche, in denen unsere Sicherheitsdienste lange nicht so gut aufgestellt und ausgerüstet sind, wie die es auch selbst gern wollten. Aber wenn man das alles einführen könnte, dann wird das sehr ungemütlich in diesem Land. Und ich fürchte, man muss eine lange Zeit sich darauf einstellen, dass immer wieder etwas passiert, was auch die Behörden mit dem besten Willen nicht verhindern können. Ja. Herr Aust, man kann vielleicht ganz schnell Dinge ändern. Ein Beispiel, wenn heute die Kriminalpolizei oder der Verfassungsschutz eine Telefonüberwachung machen will, müssen wir bei einem Täter, der 3 Handys, iPad und iPhone hat,
für jedes Gerät einen eigenen Antrag stellen. Diese Gesetze sind anachronistisch. Wir müssen die Gesetze auf den Stand bringen der Technik. Das heißt, es wäre schon sehr viel geholfen den Ermittlungsbehörden. Sie könnten schneller arbeiten, wenn das auf eine Person gerichtet wäre. Also manchmal relative Kleinigkeiten, die die praktische Arbeit beschleunigen könnten. Ja, Herr es gibt im digitalen Bereich veraltete Gesetze oder Vorschriften. Strukturen sind veraltet. Warum braucht man 16 verschiedene Landesämter für Verfassungsschutz? Groß, klein, und Mittel. Ja, also die föderale Struktur, alles gut und schön, aber Deutschland hatte damals vor der Vereinigung auch einzelne Rundfunkanstalten pro Land, ja, und dann haben sie sich zusammengeschmolzen zu einer viel kleineren Zahl und eine effektivere Service jetzt. Das könnte man auch mit der Inlandsgeheimdienste machen. Deutschland braucht nicht 16, ja 17 mit dem Bundesamt auch, sondern eine einheitliche Einheit. Eine Inlandsnachrichtendienst. Natürlich ist das wichtig zu sagen, in Deutschland ist das, haben Nachrichtendienste einen schlechten Ruf. Ja, Stichwort Stasi, Gestapo und so weiter. Ja? Ja. Aber die Zeiten sind vorbei. Und heute muss man auch out of the box denken in Deutschland. Was ist mit dem NSU-Zelle passiert? 10 Jahre lang rennen sie durch die ganze Bundesrepublik und ermordern Menschen. Und nur weil die verschiedenen Landesämter untereinander nicht kommuniziert haben, war das möglich. Ein weites Feld. Wenn wir nicht über die Veränderung von Strukturen reden, dann geht es nicht weiter. Ja, das ist insofern ein weites Feld. Den Feld kenne ich nur wirklich ganz gut. Und da ist ja das Erstaunliche wirklich, dass auch jetzt, so viele Jahre, nachdem das passiert ist und nach so vielen Untersuchungsausschüssen, es haben, glaube ich, 12 Untersuchungsausschüsse, wenn ich mich recht entsinne, und ein ganzer Prozess stattgefunden. Und man weiß immer noch nicht, waren die beiden das wirklich alleine oder waren es mehr? Wie nah waren die Nachrichtendienste da dran? Was ist da alles tatsächlich passiert? Deswegen, glaube ich, ist es so wahnsinnig wichtig, solche Fälle dann wirklich genau aufzuklären, um erst dann richtig festzustellen, wo ist es schiefgelaufen. Da haben die Nachrichtendienste auch nicht nur einen guten Ruf bekommen, durch zum Beispiel den NSU-Fall und auch durch die NSA-Geschichten. Also insofern, davon kann man im Moment nicht reden. Ich glaube tatsächlich, eine bessere Ausstattung ist gut. Es ist wichtig, dass wir ausreichend Polizistinnen und Polizisten haben. Auch das hat uns ja das letzte Jahr eindeutig gezeigt. Dafür müssen wir sorgen, das stimmt. Aber wir sollten uns auch nicht zu einem Hochsicherheitsstaat machen, weil nochmal, es geht darum, und es geht nicht nur mir, sondern es geht uns allen und den Menschen da draußen darum, dass wir frei und offen leben können. Ja. Und dass wir darauf bestehen in der Demokratie, dass daran nicht gerüttelt wird. Dieses ist eine komplizierte Debatte, die wahrscheinlich schwieriger zu lösen ist als manche politische Debatte, die heute auch wieder aufgemacht worden ist. Zum Beispiel aus München, Horst Seehofer, der Ministerpräsident von Bayern, hat gesagt, wie sind es denn Opfern schuldig, unsere Zuwanderungs- und Sicherheitspolitik zu überdenken und neu auszurichten? Da wären ein paar Nachfragen fällig jetzt an den CSU-Minister Markus Söder, zugeschaltet aus Nürnberg. Guten Abend, Herr Söder. Guten Abend, grüß Gott. Herr Söder, noch ist gar nicht sicher, dass es ein Flüchtling war, der diese Tat getan hat. Vielleicht gibt es ein IS-Bekennerschreiben, das man ernst nehmen muss. Aber es gibt zwei Parteien in diesem Land, die gleich heute Vormittag die Verbindung zu der Flüchtlingsfrage geknüpft haben. Das war die AfD und das war die CSU. Finden Sie das in Ordnung? Zunächst einmal ist es so, dass es ein feiger Anschlag war, wie wir alle gesehen haben. Ein feiger Anschlag auf Menschen, Menschenleben. Aber in der Verbindung des Weihnachtsmarktes auch ein feiger Anschlag auf unsere Gesellschaftsordnung. Und deswegen, glaube ich, sind wir den Leuten und den Menschen in unserem Land schuldig, dass wir nicht nur die Betroffenheit zeigen, sondern auch die Entschlossenheit. Klar ist doch, dass wir seit längerer Zeit in unserem Land, unabhängig von dem heutigen Tag, einen Kontrollverlust haben. Kontrollverlust an den Grenzen ausgehend. Und der hat sich dann in das ganze Land hineingezogen. Heute ist es der Kontrollverlust über öffentliche Straßen und Plätze. Wir haben eine Fülle von schwierigen Delikten, auch kriminelle Delikte, die wir entwickelt haben. Nicht nur Terror, sondern auch Morde beispielsweise, Übergriffe. Das ganze Jahr zieht sich das hin, von der Domplatte beginnend bis zu diesem schrecklichen Anschlag gestern Abend. Und klar ist, da gibt es einen Ursachenzusammenhang. Das ist eine unkontrollierte Grenze gewesen. Und deswegen ist es jetzt wichtig, dass wir diesen Kontrollverlust beheben und in unserem Land tatsächlich wieder Sicherheit und Ordnung dauerhaft etablieren. Wir wissen ja nicht einmal, wer im Land ist. Und wir wissen auch nicht, wo die Leute sind. Und insofern braucht es da tatsächlich ein grundlegendes Überprüfen, Überdenken der gesamten Flüchtlingspolitik. Und Sie sagen auch eben der Flüchtlingspolitik, auch wenn Sie, ich wiederhole das nochmal, gar nicht wissen, wer der Täter ist und es nicht wissen können zu diesem Zeitpunkt.
Ja, es geht nicht nur um den einen Täter, sondern es geht auch darum, der Bevölkerung zu zeigen, dass wir das jetzt auch erst recht als Anlass nehmen, nochmal alles grundlegend zu hinterfragen. Mhm. Es kann ja nicht sein, dass wir jetzt nur an ein, zwei Tagen betroffen sind und sagen, aber es muss alles so bleiben, wie es ist. Es gibt überhaupt keinen Anlass zu hinterfragen. Einzelne Diskussionsteilnehmer haben ja verschiedene Maßnahmen schon andiskutiert, die man jetzt dringend bräuchte. Ich glaube, unser Land, meine lieben Gäste, die jetzt in der Runde sind, erwarten sich einfach, dass wir an der Stelle auch Entscheidungen treffen können. Fakt ist doch, dass wahrscheinlich es ein terroristischer Anschlag ist. Fakt ist, dass der Generalbundesanwalt davon ausgeht, dass es ein islamistischer Hintergrund ist. Neben dem Bekennerschreiben des IS ist es auch eine Anleitung, die der IS in seinen Propagandavideos zeigt, dass man das mit LKWs machen kann. Also alles deutet darauf hin. Natürlich muss man den Einzeltäter jetzt finden, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass das ein solcher Anschlag ist. Und wenn man ansieht, dass allein auch der jetzt freigelassene Täter kleine, viele Delikte schon begangen hat, dann fragen sich die Menschen in unserem Land, wo ist der Staat noch stark? Ist er stark? Will er das sein? Und deswegen glaube ich, dass es ganz zentral ist, dass wir diesen Kontrollverlust beenden, Zuwanderung an der Stelle begrenzen und auch dafür sorgen, dass in dem Land auch der Charakter noch gilt, dass dieses Land Deutschland auch in seiner kulturellen Identität noch so bleibt, wie es ist. Frau Göring-Eckardt, die richtige Feststellung am richtigen Tag? Nee, ehrlich gesagt, das war ja heute das quasi das Erste, dass über die Flüchtlingspolitik geredet worden ist. Und das ist eine Auseinandersetzung, die ja offensichtlich innerhalb der Union ganz wichtig ist. Aber an so einem Tag, wenn man morgens nicht weiß, wer eigentlich der Täter war und wie es dazu kam, finde ich, das hat nichts mehr mit Besonnenheit zu tun. Das hat auch nichts mehr damit zu tun, dass man Teil einer Regierung ist. Weder in Bayern noch die CSU regiert ja auch die Bundesrepublik Deutschland mit. Und ich bin sehr dafür, dass wir über Sicherheit diskutieren. Das haben wir gerade getan und da kann man auch in der Tat ja einiges verbessern. Ich glaube nur, wir sollten zwei Dinge nicht tun. Wir sollten uns unsere Freiheit nicht von den Terroristen nehmen lassen und wir sollten uns unsere Menschlichkeit nicht von den Populisten nehmen lassen. Und beides gehört für mich zusammen. Es ist eine Binsenweisheit, dass wir wissen müssen, wer im Land ist. Es ist eine Binsenweisheit, dass kontrolliert werden muss, ob da jemand in irgendeiner Weise einen kriminellen Hintergrund hat. Es ist eine Binsenweisheit, dass jemand, der straffällig geworden ist, bestraft werden muss, egal woher er kommt. Das ist alles eine Binsenweisheit. Aber dass wir in Deutschland... All die Dinge finden noch gar nicht statt. Ist das natürlich sehr bedauerlich. Nein, Frau Göring-Eckardt. Ja. Frau Göring-Eckardt, Sie machen es sich wie immer zu leicht an so einem Tag. Sie verweisen auf Betroffenheit und Besonnenheit und wollen damit letztlich erklären, dass es an Entschlossenheit mangelt. Nein. Ihr Kollege Volker Beck empfiehlt den Deutschen lieber Arabisch zu lernen, als den Zuwanderern Deutsch zu lernen. Das sind doch genau die Dinge, die die Menschen ärgern und die, von denen Sie erwarten, dass sie endlich abgestellt werden. Das ist auf dem Fake News Account, was Sie da gerade über Volker Beck gesagt haben. Das müssen Sie noch mal nachprüfen lassen. Interessante Debatte. Darum geht das nicht. Diese Debatte ist an diesem Tag wirklich für mich völlig absurd. Ich möchte gerne, dass wir uns unsere Menschlichkeit bewahren, dass wir uns unsere Offenheit bewahren und dass wir dafür für Sicherheit sorgen. Und das gehört für mich eindeutig zusammen. Herr Bouillon, ich würde Sie gerne fragen, weil das CDU-Präsidium heute ja auch getagt hat und Seehofer eigentlich das Spitzentreffen der CDU-CSU Anfang Februar ja unter Vorbehalt gestellt hat. Er hat gesagt, entscheidende Fragen der Zuwanderungs- und Sicherheitspolitik, die müssen eben geklärt werden, sonst macht das Treffen keinen Sinn. Das ist eine Debatte, die schon lange läuft. Ist das die Verknüpfung mit dem, was gestern nach dem Berlin passiert ist, Ihrer Meinung nach legitim? Ich denke, es ist unglücklich. Ich bin ganz offen. Es kann ja sein, dass es kein Flüchtling ist. Dann führen wir eine Scheindebatte. Wir sollten diese Frage der Flüchtlingsorganisation und der Beschäftigung mit den Themen führen, unabhängig von dem Anschlag gestern. Das sind für mich zwei Paar Schuhe. Dann ist es im Übrigen so, Gott sei Dank, das weiß auch Herr Söder, wir haben ja sehr aufgeholt. Ich war ja einige Wochen persönlich in meiner Landesaufnahmestelle in Lebach. Wenn man weiß, was mittlerweile alles passiert ist. Wir haben 25 Ankunftszentren. Es war teilweise so, wir sind überrollt worden. Aber kein Staat dieser Welt hätte dies in kürzester Zeit machen können, schneller als wir. Bayern war hier vorbildlich. Wir haben das Registrierungssystem geordert. Wir sind in 3 Monaten mit den Rückständen soweit. Seit 1. März wird auch, wenn die Menschen zu uns kommen, werden die Pässe überprüft. Das heißt, wir haben Fortschritte, wir brauchen 2, 3 Monate. Das ist für mich ein anderer Schuh als das Attentat gestern. Insofern denke ich, sollte man es nicht miteinander vermischen, wobei sicherlich die Frage nach wie vor innerhalb zwischen CDU und CSU diskutiert wird. Wie geht es in der Flüchtlingsfrage weiter? Und das ist ja ein Jahr, das nächste, das ja auch in den Bundestagswahl hat. Das heißt also, das ist jetzt nicht ganz unbedeutend. Aus ist das die richtige Frage zum falschen Zeitpunkt? Oder ist es einfach die Frage, die uns im ganzen nächsten Jahr bestimmen wird, nämlich wenn die Bundestagswahl... Dass die Anschläge, dass die Kriminalität von
Silvester in Köln etwas mit Migration zu tun hat, das weiß jeder, das kann man sehen. Das ist ebenfalls eine Binsen. So, dass wir im letzten Jahr durch eine, wie ich finde, sehr problematische Ankündigung, die Grenzen geöffnet zu halten und aufzumachen, eine besonders große Welle gekriegt haben, kann man darüber diskutieren, das vielleicht auch hätte anders geregelt werden können. Und wenn keine Ansage gemacht worden wäre, dass wir die Grenzen nicht schützen können, dass vielleicht weniger gekommen sind, das können wir mal dahingestellt lassen. Aber wir haben ja, sagen wir mal, knappe 1 Million Leute reingekriegt. Und wenn Sie alleine jetzt die Bilder sehen von den Flüchtlingsunterkünften, es sind jetzt auch schon viele Turnhallen wieder freigegeben, aber unsere Institutionen waren doch nicht in der Lage, ernsthaft damit umzugehen. Weder damit umzugehen, die frischen Flüchtlinge, die reinkommen, oder diejenigen, die sich als Flüchtlinge ausgeben, richtig unterzubringen, noch die Integration, über die geredet wird, wirklich durchzuziehen. Und das führt zu einer, sagen wir, Destabilisierung insgesamt der Gesellschaft. Und dann darf man sich nicht wundern. Und ob jetzt unmittelbar im Zusammenhang mit dem Anschlag von gestern da Kausalitäten herzustellen sind, das können wir mal dahingestellt lassen. Aber es ist kein Zweifel, dass die Flüchtlingspolitik in diesem Lande überdenkt werden muss. Und in Wirklichkeit ist sie ja auch schon überdacht worden in den letzten Monaten. Da sind ja gewaltig viele Veränderungen gemacht worden. Bloß das drehen Sie mal wieder zurück. Das ist eben das wirkliche Problem. Herr Spiro, Sie kommen ja von außen und Sie gucken vielleicht ganz anders auf dieses Land und auf diese Debatten. Finden Sie diese Verknüpfung eben der eine mit der anderen Frage? Glauben Sie, die Sicherheitslage in Deutschland hat massiv gelitten tatsächlich unter Merkels Politik? Also ehrlich gesagt und mit voller Respekt, ich folge die Diskussion in Deutschland und ich finde die Diskussion teilweise über eine ganze falsche Sachen. Ich will nicht falsche Sachen, aber ich stimme Frau Eckhardt-Göring ganz zu. Menschenrechte sind genauso wichtig wie Menschenleben. Ja? Aber es sind nicht einander ausschließende Konzepte. Man kann die Menschenrechte behalten, aber die innere Sicherheit verbessern. Mhm. Es geht um Fähigkeiten. Terrorismus ist ein Problem, ja, wie eine Krankheit. Man kann eine Krankheit mit verschiedenen Wegen, Methoden, Medikamente und so bekämpfen. Und es ist auch gelungen, andere Staaten Terrorismus effektiv zu kämpfen. Nicht auszulöschen, ja, es verschwindet nicht, aber die innere Sicherheit wird dadurch erhöht. Wann waren Sie zum letzten Mal in einem Polizeirevier in Berlin? Die meisten Polizisten sind in Gebäude untergebracht und arbeiten in Büros, die älter sind als ihre Großväter. Ja, durchschnittliche Alter der Gebäude 90 Jahre. Ja, die Ausrüstung, also die Maschinenpistolen, sind aus der RAF-Zeiten, ja, aus der 70er Jahre. Die meisten Schießstände in Berlin für die Polizei wurde in den letzten Jahren geschlossen. Sie trainieren überhaupt nicht. Was bringt ein Polizist mit einem Maschinengewehr, der da steht, und er weiß nicht, ob wenn er schießt, trifft er einen Terrorist oder einen Zivilist? Das sind die Gefahren. Ja. Es geht um Fähigkeiten. Ja. Fähigkeiten kosten Geld und brauchen Zeit. Und es ist viel zu spät. Also Deutschland ist in einer sehr guten Position. Man kann sich noch leisten, Diskussionen immer wieder nur um Menschenrechte und Überwachung, Video und diese Maßnahmen und jenes durchzuführen. Das kann auch die Frau Eckhardt-Göring sich leisten. Gestern wurde 12 Menschen ermordet. Was wäre gewesen, wenn 200, 2000 in Berlin umgekommen wäre. Und wir wissen, dass es möglich ist. Unsere Gesellschaft ist sehr sensibel auf solche Anschläge. Ja, aber das würde ich gerne ganz kurz nach Nürnberg geben, Herr Söder. Also wenn ich jetzt Herrn Spiro interpretiere, dann ist es doch einfach wichtig, dass man sich über die Sicherheitslage unterhält und da Maßnahmen trifft, ohne das gleichzeitig zu verknüpfen mit der Flüchtlingspolitik. Meinen Sie, das wäre auch ein Weg, den die CSU gehen kann? Beide Dinge hängen ja miteinander zusammen. Das eine ist natürlich, die Sicherheitslage im Land zu verbessern. Dazu gehört mehr Polizei, dazu gehört bessere Ausrüstung. Wir in Bayern haben jetzt erst letzte Woche beschlossen, 2000 neue Polizeistellen auszuloben, neue Sicherheitsinfrastruktur auf den Weg zu bringen. Natürlich gehört es dazu. Dazu gehört übrigens auch, dass die jeweilige Politik dahinter steht, hinter den Sicherheitsorganen, sie auch stärkt, bestärkt bei ihrem Einsatz. Das gehört untrennbar dazu. Aber Fakt ist doch auch, dass eine unkontrollierte Zuwanderung nun einfach mal die Integrationsfähigkeit letztendlich überfordert. Und wir haben eine Fülle von Kriminalitätsentwicklungen dieses Jahr gehabt, nicht erst gestern. Aber wir haben ja auch andere Terroranschläge, die Gott sei Dank verhindert wurden. Kleine 12-jährige Junge, die plötzlich anfangen, sich über Terror
Gedanken zu machen. Eine Fülle von Fragen, die wir hatten. Wir hatten Chemnitz, wir hatten andere Fälle. Ja. Und wir hatten Glück gehabt, dass nichts passiert ist. Aber Fakt ist, dass eben diese unkontrollierte Zuwanderung eben auch eine Einladung war an einige, wenige sicherlich, aber an einige, dies anzunehmen und zu tun. Und dann kommt noch was dazu, dass eine große Mehrzahl der Menschen wirklich verunsichert ist, wie es mit der kulturellen Identität des Landes bestellt ist. Gerade bei der Menge der Zuwanderung, der unkontrollierten, stellt sich schlicht und einfach die Frage, wie es weitergeht. Das ist tatsächlich jetzt nicht unser heute völlig, unser Thema. Ist klar. Die Sicherheitsverknüpfung ist es vielleicht. Da will, den Satz ja. da will ich gerne bleiben, bevor Sie die kulturelle Identität noch als großes Fass aufmachen. Ja, den Satz noch zu Ende führen. Ja, nein, ist schon okay. Aber für die Zuschauer ist das ja wichtig, denn die Zuschauer erwarten sich, dass wir insgesamt die Debatte führen. Nicht nur verengt jetzt auf Berlin, sondern eine Grundsatzdebatte. Und da gehört die Sicherheit dazu, da gehört die Herausforderung des internationalen Terrorismus dazu. Ja. Da gehört aber auch dazu, inwieweit ein Migration überfordern kann, um Integration überhaupt leisten zu können. Trotzdem glaube ich, dass es heute, den letzten Punkt, den Sie genannt haben, jedenfalls nicht die erste Frage ist, die wir beantworten sollten. Ich glaube, das hängt doch damit zusammen. Die Diskussion fängt damit an mit dem Wort, sind wir im Krieg, ja oder nein? Das kann man sehr unterschiedlich sehen. Also wenn man einen richtigen Krieg sieht, dann ist das, was wir sehen, glaube ich, kein wirklicher Krieg, auch wenn es ganz schrecklich ist, was da gestern passiert ist und auch die Dinge, die vorher passiert sind. Aber das, was bei uns passiert, ist ja nicht sozusagen eine inländische Terrorgruppe, wie sie, wenn sie auch internationale Verbindungen hatten, bei der RAF mal gehabt hat. Dieses ist Teil eines internationalen großen Bürgerkrieges. Das ist, der ist Teil eines, sagen wir mal, innerislamischen Bürgerkrieges, wo alle möglichen Randgruppen noch dran mitstricken. Und insofern sind das Ausläufer davon. Und insofern ist sowohl der Terrorismus durch den IS und andere Gruppierungen ist ein Ausläufer eines Bürgerkrieges oder eines ganz furchtbaren Krieges im Nahen Osten. Und die Flüchtlingsbewegungen, die wirklichen Flüchtlingsbewegungen, haben natürlich auch viel damit zu tun. Dann kommt eben dazu, dass wir eben unsere Möglichkeiten, den wirklichen Flüchtlingen zum Beispiel aus den Kriegsgebieten zu helfen, außerordentlich wirklich zu schaffen machen, dadurch, dass wir eben nicht genügend kontrolliert haben, wer in das Land reinkommt. Reden immer von Flüchtlingen, aber es sind natürlich ganz viele Migranten, Wirtschaftsflüchtlinge, die irgendwo herkommen. Ich muss Ihnen sagen, die vielen jungen Männer, die herkommen, das würde ich auch tun, wenn ich aus einem dieser Länder käme. Aber das macht die Sache für uns ja so schwierig. Ist das, Frau Göring-Eckardt, eine Art von Zeichen, wohin die Debatte im nächsten Jahr sich bewegen wird und wie schafft man es unter der erschwerten Sicherheitslage, die sicherlich festzustellen ist, und zwar egal, wer jetzt erstmal der Täter ist, und dem anstehenden Bundestagswahl, wie schafft man das, dass man diese Diskussion nicht so führt, dass am Ende nur die Populisten gewinnen? Ja, ich glaube, die Gefahr, dass die Populisten gewinnen, ist in Deutschland zum Glück relativ groß. Also wenn man sich anschaut, wie das in manchen anderen wenn man sich das in manch anderen Ländern anschaut, dann sieht man, dass wir in Deutschland eben 80-90% Leute haben, die gerade keine Populisten wählen wollen. Und deswegen glaube ich, ist der Versuch, denen hinterherzureden, auch eher kontraproduktiv. Deswegen habe ich mich auch so sehr über diese Worte aus München heute früh aufgeregt, ehrlich gesagt, weil genau das dazu führen kann. Ja. Was müssen wir tun? Ich glaube, das eine ist, dass wir wirklich eine Debatte führen müssen an den Fakten. Und da haben wir viel in der Sache nachzuholen. Es stimmt ja, dass wir nicht gut vorbereitet waren auf die Flüchtlinge, die hierher gekommen sind. Es stimmt, dass unsere Strukturen nicht ausgereicht haben, obwohl wir gewusst haben könnten, dass es viele Menschen sein werden. Wir haben die ganzen letzten Tage uns die furchtbaren Bilder aus Aleppo angeschaut und wir wissen, das wird auch bedeuten, dass wieder Menschen auf der Flucht sind. Und in dem Augenblick können wir ja nicht als Europa sagen, wir machen jetzt mal dicht, sondern wir müssen uns darüber Gedanken machen, wo bringen wir eigentlich die Menschen unter, wie helfen wir ihnen vor Ort in den Nachbarländern, was ist eigentlich unsere Reaktion darauf? Das ist das eine. Das zweite ist, ich bin absolut und vehement dafür, dass wir wissen, wer in unserem Land ist und dass wir das kontrollieren. Und dass wir das schon an den europäischen Außengrenzen kontrollieren, das ist ja die Aufgabe, die da besteht. Da kommen wir nicht dran vorbei und nur dann können wir diejenigen, die ja zum Teil vor dem IS und vor diesem internationalen Bürgerkrieg, wie das Herr Aus genannt hat, fliehen. Das sind ja Menschen, die genau vor dieser Art von Bürgerkrieg und Terrorismus, vor dem Islamismus, vor dem Wahhabismus geflohen sind und sich versuchen in Sicherheit zu bringen, genau vor dieser Gefahr. Und deswegen sitzen wir mit den Menschen, die hier sind, mit der großen Mehrheit, in einem Boot, weil denen geht es um die Freiheit und uns geht es um die Freiheit. Und das ist dann keine einfache Diskussion,
sondern es ist eine, die wir als Aufgabe haben, als Freie und Demokraten. Ich glaube, im letzten Punkt würde Herr Söder in Nürnberg zustimmen, dass man schon kontrolliert, bevor die Menschen überhaupt quasi auch eine deutsche Grenze erreichen oder eine andere in Europa, die innen liegt. Sehe ich richtig, oder? Ja, natürlich. Das ist ja das, was das eigentliche Problem ist, dass das nicht funktioniert. Das ganze Schengen-Modell funktioniert ja leider nicht. Die Außengrenzen werden nicht geschützt und darum müssen wir die Grenzen auch selber schützen. Übrigens nicht nur die Grenze zum Balkan, sondern jetzt kommt die große Herausforderung Österreich-Italien natürlich mit vielen Menschen, die aus Afrika kommen. Und wir haben auch eine sehr starke, wo keine Grenzen kontrolliert werden, aus den Benelux-Staaten zunehmend, aus Frankreich, die zu uns kommen. Und genau da muss man eben auch ansetzen zu kontrollieren und übrigens auch an der Grenze diejenigen abzuweisen, bei denen wir wissen, dass sie keinen Anspruch haben und letztlich übrigens auch diejenigen, die bei uns kein Aufenthaltsrecht bekommen, nach einem Antragsverfahren bei Asyl dann auch konsequent abzuschieben. Es ist ja absurd, dass wir vor wenigen Tagen über Massenabschiebungen reden und es sind dann 34 Leute bei mehreren hunderttausend Leuten, die eben keinen Asylantrag genehmigt bekommen haben. Vielen Dank für diesen Blick nach vorne, Herr Söder, und für einen guten Einblick in die Tonalität auch des Bundestagswahlkampfs 2017. Vielen Dank erstmal nach Nürnberg. Ich würde gerne in dieser Runde noch mal auf Ihren Aspekt zurückkommen. Sie haben und schauen, was wir im Land jetzt gerade tun. Sie haben mit der Innenministerkonferenz heute Beschlüsse gefasst. Sie haben vorher gesagt, wir brauchen verschärfte Sicherheitsmaßnahmen. Sie haben vom schweren Gerät geredet, Langwaffen, Kurzwaffen, Maschinenpistolen. Was heißt denn das jetzt konkret? Ich habe das nicht verstanden, Herr Bouillon. Wenn jetzt alle Weihnachtsmärkte, werden die Stadien geschützt? Weil heute, wenn man durch Berlin fährt, hat man das Maschinenpistole sind damit gemeint. Wir sind noch ziemlich ruhig. Ja. Wir haben ja Gott sei Dank bisher das Glück gehabt, dass wir außer diesem schweren Anschlag nichts hatten. Wir haben ja vieles verhindert und man muss den Menschen sagen, der Staat will sie schützen. Ist es ein Unterschied, ob ein Polizist mit einer Pistole Streife geht oder mit Maschinenpistolen? In anderen Ländern Europas ist das eigentlich üblich. Wir wollen ja auch das Sicherheitsgefühl der Menschen stärken an den Eingängen. Natürlich wird dies diskutiert. Wir haben ja zurzeit die Arbeitsgespräche mit den Bürgermeistern, mit den Veranstaltern der Märkte. Wir versuchen nicht nur mit diesen Betonklötzen zu arbeiten. Man kann ja Streifenwagen querstellen. Aber wir brauchen die grundsätzliche Situation, dass insgesamt dies diskutiert wird. Wir diskutieren jetzt über einen Anschlag beim Weihnachtsmarkt. Wir hatten die Absage eines Länderspiels in Hannover. Was machen wir, wenn ein Busbahnhof kommt? Die Verkehrsminister wollen die Videoüberwachung in den Verkehrsmitteln. Wir müssen einfach ehrlich bei allen unterschiedlichen Auffassungen diskutieren. Brauchen wir auch einen stärkeren Schutz präventiv, was weiche Ziele angeht. Ich weiß, das ist ein heißes Eisen. Das Gesetz gibt es bisher nicht her. Aber die Erfahrung in den anderen Ländern zeigt, man kann daraus Schlüsse ziehen und Anschläge verhindern. Ich meine, wir brauchen eine ganz grundsätzliche Diskussion, wie Sie sagen, in Ruhe und gelassen. Welche Möglichkeiten haben wir? Wir können aufrüsten operativ. Alle Bundesländer haben dies getan. Ich habe in meinem kleinen Land 4 Sicherheitspakete verabschiedet mit 300 neuen Köpfen bei der Polizei. Andere Länder mehrere tausend. Hier muss auch diskutiert werden, können wir Unterstützung bekommen, trotz Föderalismus, für Länder, die nicht in der Lage sind, das noch deutlich stärker zu machen. Das ist ein richtiger Gesichtspunkt. Die Bundeswehr im Inneren wird diskutiert, wenn ich das heute richtig gehört habe. Das haben wir unstreitig. Das haben wir Tabuthema mehr? Nein, ich denke, unter meiner Führung ist es gelungen. Wir haben die Bundeswehr im Inneren. Auch dies ist schon lange über das Bundesverfassungsgericht entschieden. Wir diskutieren in der Politik oft über Dinge, die rechtlich entschieden sind. Man muss genau schauen, wo sind die Voraussetzungen. Die Übung wird stattfinden, 7. bis 9. März. 6 Bundesländer machen mit. Vom Grundsatz her ist es unstrittig. Freuen Sie sich über die Entwicklung, Frau Göring-Eckardt? Also ich bin keine Waffenexpertin und ich weiß jetzt nicht, was mit Langwaffen und Maschinen und so weiter, Pistolen gemeint ist. Das muss ich auch Ihnen überlassen, ganz ehrlich. Ich glaube nur, dass wir nicht eine Sicherheitspolitik aus dem letzten Jahrhundert oder aus dem letzten Jahrzehnt machen sollten mit den Ansprüchen und mit den Gefährdungen, die wir heute haben. Und das, was Sie alles aufgezählt haben, kommt mir so vor, wie das ist eigentlich eher Vergangenheit. Heute brauchen wir Vernetzungstechnik. Wir haben innerhalb Europas keine anständige Vernetzung. Damit geht es schon los. Ja, nicht nur in den Bundesländern, sondern schon innerhalb Europas nicht. Und ich glaube, das wird der entscheidende Punkt sein. Und am Ende des Tages wird es darauf ankommen, dass wir alle den Menschen da draußen das Gefühl geben, ihr könnt sicher leben und euer freies Leben führen und
nicht nur morgen auf den Weihnachtsmarkt. Ja, aber alles ganz schön und gut. Ich glaube nicht, dass die Sicherheitsdienste, auch wenn sie entsprechend aufgerüstet werden, das tatsächlich schaffen können. Es läuft immer so ein Gedanke hier durch, auch eben bei Herrn Söder, was ja alles richtig ist. Schengen ist irgendwie gescheitert. Wir müssen die Außengrenzen sichern. Aber wenn es dann um die Frage geht, wie sichern wir die Außengrenzen, dann beginnen es wirklich die Differenzen. Und ich muss ehrlich sagen, bevor ich die Bundeswehr im Inneren einsetze, setze ich lieber die Bundeswehr, sagen wir mal, zusammen mit der französischen Armee und anderen ein, um die Außengrenzen zu schützen. Denn eigentlich ist ja die Armee dazu da, die Außengrenzen eines Landes zu schützen. Das ist, glaube ich, viel wichtiger. Und in Wirklichkeit, auf lange Sicht wird es gar nicht anders gehen. Das ist alles schwierig genug. Natürlich. Aber natürlich müssen wir verhindern, dass wir in diesem Land Parallelgesellschaften kriegen, mit der einhergehende Kriminalität und allem drum und dran. Herr Aust, das ist gefährlich. Kurze letzte Einschätzung, weil Sie sowohl den RAF-Terrorismus als auch den NSU-Terrorismus wirklich intensiv beobachtet haben. Es gab in den 70er Jahren dieses Wort der bleierne Zeit. Damals gab es Maschinenpistolen im Verkehr, im Straßenverkehr, im Straßenbild. Aber es war ein Ausnahmezustand und dann waren sie auch wieder weg. Nein. Was glauben Sie, steht uns bevor? Eine lange, bleierne Zeit dieser Art oder neuer Art? Ich fürchte ja. Ich fürchte, das wird sehr, sehr lange dauern. Ich meine, gucken Sie mal, die RAF, das war eine sozusagen rein deutsche Organisation mit ein paar Ablegern nach Palästina. Die hat es 28 Jahre gegeben und das waren Leute, die man kannte. So, und jetzt kommen Leute aus aller Herren Länder, die man überhaupt nicht kennt. Man weiß nicht, mit welchen Gruppierungen die zusammenarbeiten. Das wird schon eine sehr große Herausforderung. Lange Zeit? Ich denke, das ist ein Gesichtspunkt, der lange Zeit Einfluss nehmen wird. Aber ich habe vorhin betont, wir brauchen ja die Vernetzung. Es ist erstmals gelungen, nach 15 Jahren eine einheitliche Plattform zu schaffen. Wir müssen vernetzen in Deutschland und in Europa. Es gibt in Deutschland keine gute Vernetzung, geschweige in Europa. Gut. Die Ermittlungsbehörden sind teilweise hilflos. Ich glaube, diese Botschaft ist angekommen. Die Innenministerkonferenz hat darüber geredet. Ich danke Ihnen für diese ersten Einschätzungen, 24 Stunden nach diesem Attentat. Und wir sind sicher, dass wir an der Stelle weiterreden müssen. Nicht heute, denn jetzt, meine Damen und Herren, ist hier im Ersten in aller Freundschaft. Wir sehen uns wieder am 18. Januar. Ihnen einen guten Abend noch.